So, was haben wir heute? Eine Sportlerin mit 430.000 Abonnenten und über 5.000 Beiträgen, also fast 5.000 Beiträge. Und sie preist sich mit Booty Bands, Lift Body, Jordan 20. Die heißt Jordanky. So, und was kriegt man bei ihr? Kann ich nicht runterscrollen? So, was kriegt man bei ihr? Ein Ab-Workout, das dich so ripped aussehen lässt, dass du so dicke Abs hast. Und guckt euch mal diesen Rücken an und diese Muskeln. Und das verspricht sie. Hier, das ist eine Transformation von einer Frau. Bei der sieht man auch die Abs, aber nicht so krass wie bei der anderen. Und das verspricht sie, indem man nur ins Fitnessstudio geht und ein bisschen was von ihrem Celsius-Drink trinkt. Wo ist das Celsius hier? Das ist ein Koffein-Drink. Koffein, healthy energy, accelerates metabolism, burns body fat. Das ist einfach nur Koffein, wenn man halt Hunger verspürt, also Appetit verspürt. Hunger hat, ja, dann nimmt man das und dann zack, bumm, ist wie Kaffee, ist der Hunger weg. Und sie steht auch noch für Kalorienrestriktion. Also bei ihr Homemade Turkey Burger geht es darum, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt, vor allem die Carbs weglässt hier. Die Pommes fehlen hier oben. Die, wo sind die hier auf dem Teller? So, und damit gucken wir uns an, wie sie ihr Geld verdient. Weil die gute Dame will ja auch irgendwie Geld verdienen. Und die ist gesponsert oder die hat ihre Firma oder so. Und die verkauft eben diese Bänder, mit denen man trainieren kann. Was vielleicht nicht schlecht ist, ja. Gucken wir uns mal an. Worauf können wir hier achten? Wir können hier achten, dass sie Fingernägel, gemachte Fingernägel hat. Warum hat man gemachte Fingernägel, wenn man angeblich so gesund ist und so gesund ist, also von Essen und Sein? Und warum kann man dann nicht seine eigenen Fingernägel einfach färben oder behalten? Was ist das Problem mit ihren Fingernägeln? Ja, also da. Erstes Alarmzeichen, Fingernägel sind nicht in Ordnung. Dann, die ist voll gerippt. Dann würde ich sagen, verbringt sie sehr, sehr viel Zeit im Fitnessstudio, ja. Also, wer hat denn schon so viel Zeit, wenn er einen normalen Arbeitstag hat, so viel Zeit im Fitnessstudio zu verbringen? Die hat keinen Job, ja. Also, ihr Job ist es quasi, im Fitnessstudio zu sein. Dann Herr Progress. Never ever thought I'd wear my hair. Ah, das heißt, die hat Probleme mit den Haaren. Und jetzt trägt sie, my hair is super fine and just always has been, so I wore extensions. Also die hat super dünnes Haar und traut sich doch endlich mal ihr normales Haar zu tragen. Das heißt, die meisten Fotos. Ich weiß nicht, ob alle Fotos, ja, aber die meisten Fotos. Okay, da hat sie ihr Haar nach oben gemacht. Aber das heißt, sie wird dann Fotos gehabt haben, wo sie einfach falsches Haar trägt. Und man denkt, wow, die hat super tolles Haar, aber nein, falsches Haar. Und womit verdient sie noch ihr Geld? Mit diesen Proteinen. Hut ab. Die sind vegan, nicht schlecht, okay. Aber die verkauft einem diese Proteinshakes. Ah, ich wollte euch noch zeigen, wie sie ihren Smoothie macht, also wie bei ihr ein Smoothie aussieht. Und zwar so ein riesen Löffel Proteinpulver und eine halbe Banane. Eine halbe Banane für Kohlenhydrate, für Geschmack. Isst 5 Bananen, isst 10 Bananen, macht ihr das Ding voll mit Bananen und wieder die Fingernägel sind gemacht.
Einfach mehr Banane, das ist besser für die Haut, besser für die Fingernägel, besser für die Haare, besser für alles, besser für Gewichtsverlust, für Energie. Diese Proteinpulver kosten unnötiges Geld. Ich will jetzt nicht sagen, dass Bananen besonders billig sind. Ja, man kann auch billigeres Obst kaufen. Vielleicht ist man mit Äpfeln, fährt man gesünder. Oder auch mit raffinierten Kohlenhydraten, da meine ich Reis oder Nudeln oder Kartoffeln. Kartoffeln sind am billigsten und enthalten alles, was der menschliche Körper braucht. Mandelmilch, gut, die benutzt was Veganes, aber eine halbe Banane, oh mein Gott. Und Schlagsahne drauf, ja, ist auch nicht vegan. Und dann preist sie das an. Ja, morgen kommt der neue Geschmack raus und so. Und damit verdient sie eben ihr Geld. Und die ist mit Sicherheit auch on the juice. On the sweet, sweet juice. Guck mal, die zeigt euch das schon im Foto. Die trinkt den Saft, aber die spritzt sich wahrscheinlich auch noch den Saft oder nimmt Tabletten oder so. Also ich würde stark behaupten, dass da Testosteron dabei ist oder menschliche Wachstumshormone oder irgendwas in die Richtung, um so einen Körper zu kriegen. Denn das mit natürlichen Mitteln hinzukriegen, fragt jede Frau, die ins Fitnessstudio geht und keine Mittel nimmt, ob die jemals so einen Körper erreicht. Das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, Joe Danke auseinandergenommen. Und noch ein Warnhinweis, ja, wie sehr verändert, wie sehr gemacht die ist, ja. Die ist alles andere als natürlich. Guckt euch mal diese Lippen an. Diese Donald Duck Lippen. Die kriegt man nur, wenn man die Lippen spritzt, ja. Und diese faltenfreie Stirnhaut und der Rest, auch die Backen. Die hat eine einzige Falte, ja, das ist hier unten. Und hier ein bisschen die Mundwinkel. Ich will ja nicht, ich weiß ja nicht, wie alt die ist, ja. Aber die sieht so, wenn die so die Augenbrauen nach oben macht, guck mal, wie viele Falten ich krieg, ja. Ja, und bei der passiert einfach gar nichts. Die hat auch die Augenbrauen gemacht, die Wimpern gemacht. Also, wenn man Ergebnisse haben möchte, ja, und natürlich sein möchte, ja, warum nimmt man dann Rat oder Ratschläge an von jemandem, der das überhaupt nicht hinkriegt, der nur mit Faken, mit Tricksen, mit Lügen quasi, ja, das hinkriegt, was er verkauft und dir anpreist, dass du das schaffen kannst. Aber wo steht es drin? Wo in ihrem Instagram-Account kann man sehen, sie macht ihre Lippen, sie macht ihre Wimpern, okay, das kann man sehen. Sie nimmt vielleicht Hyaluronsäure oder Botox oder so für ihre Haut. Und sie nimmt Steroide oder Wachstumshormone oder andere Hormone, Testosteron, um einen perfekten Body zu haben. Ja, wo ist die Ehrlichkeit? Ja, die verkauft halt was und die möchte unbedingt an ihr Geld kommen. Das ist okay, das begrüße ich ja, dass jemand auch Motivation hat, Geld zu verdienen. Wunderbar, tipptopp, aber mach's dann ehrlich, betrüg nicht deine Kunden. So, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.